Hallo meine lieben Freunde, hi Chen und herzlich willkommen zu einer Ausgabe von BWFTV. Heute fange ich mal draußen an, denn ich bin noch unterwegs. Aber ja, einfach noch Schritte zu machen. Das werdet ihr nächste Woche hören, wie viele Schritte wir heute geschafft haben. Ich bin gestern auch schon eine Runde gelaufen, bin dann aber in die Richtung weitergelaufen. Ich laufe mal jetzt genau in die andere Richtung, um einfach mal zu schauen, was es da noch gibt. Luna ist auch mit dabei. Gehen wir jetzt. Ja, einfach mal zu schauen, was da noch existiert, was da noch gibt und was das für Schritte sind, die ich da bekomme. Also die andere Richtung weiß ich ja. Da ist aber auch viel Straße dann zum Schluss dabei. Und ich wollte ja eigentlich weiter in der Natur bleiben. Ja, mal schauen. Ich sehe gerade, ich habe vergessen, Akku zu laden, aber ich denke mal, so ein paar Aufnahmen bekommen wir heute schon hin. Ansonsten nehmen wir das Handy zur Not. Ja, so lange soll es auch gar nicht dauern. Also ich schon, ich laufe noch eine Weile. Aber ich denke mal, wir sehen uns dann oft mal gleich zu Hause wieder zur Auswertung. Bis gleich. So, meine lieben Leute, ihr habt es gesehen, ich bin unterwegs gewesen. Ich war gerade noch schnell duschen, dass das hier alles nicht so aussieht. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Ja, ansonsten schmeiße ich mich schon mal wieder oben links in die Ecke. Und dann kommen wir zu den Tatsachen. Es sind ja jetzt 2 Wochen, weil letzte Woche habe ich es nicht geschafft zeitlich. Auch das werden wir nochmal jetzt gleich drauf eingehen, warum. Auch da fehlen, werdet ihr gleich sehen, ein paar Gewichtsdaten. Denn, wie gesagt, ich war ja nicht da. Also, nee, nicht wie gesagt, sondern ich war ja nicht da. Deswegen schmeißen wir sonst mal das Gewicht hin. Und da haben wir gehabt am 10. Mai an dem Montag 127,5 Kilogramm. Und am 11. Mai waren es 128,7. Da habe ich mir schon gedacht, mein lieber Schwan, aber wir haben ja wieder 127,7. Da war irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Ausrutscher. Ich habe keine Ahnung, was da war. Ich weiß es nicht mehr. Das ist zu lange her. Das heißt, lange ist es nicht her. Aber ich weiß es auch nicht mehr, was da war. Irgendwie, keine Ahnung. Auch Schrittetechnik war da nicht so doll. Das werdet ihr auch alles gleich sehen. Ansonsten haben wir gehabt am Mittwoch dann 127,3 letzte Woche. Und dann wieder 128. Ihr seht, das geht immer wieder nach oben. Und dann waren es wieder 127. 127,3, 127, ja, 126,6, da haben wir nicht mal was erreicht, was ich lange nicht mehr hatte. War ich mega glücklich, 126,3 und dann waren es wieder 127 gestern. Also der letzte Sonntag, waren wieder 127, das heißt, wir haben insgesamt eigentlich die letzten 2 Wochen, schau doch mal komplett zurück, halt, die letzten 2 Wochen 500 Gramm abgenommen. Aber ihr habt gesehen, es ging auch mal peu à peu runter. Ja, kommen wir jetzt mal direkt zu den Schritten. Taschenrechner habe ich auch schon am Start. Und wir haben am Montag gehabt, also bei den Schritten, ihr habt gemerkt, da haben 2 Tage gefehlt, drei Tage gefehlt, da war ich nicht zu Hause. Deswegen konnte ich mich nicht wiegen. Also deswegen hat auch vieles irgendwie nicht geklappt. Aber ist egal. Jetzt haben wir es, wir holen es ja jetzt nach. Es ist manchmal Zeitmanagement ist manchmal so, wie es ist. Aber ich hole, wie gesagt, ihr seht ja alles, was da ist, hole ich nach. Wir haben am Montag gehabt, vor 2 Wochen, 6.391 Schritte. Das geben wir auch ein, 391, das war nicht die Welt, den Tag. Und am Dienstag, halt andersrum, waren es dann 430. Und am Mittwoch, da muss ich jetzt wieder hier unten rein, haben wir dann gehabt 7002. Ihr seht, da war wieder nicht so dolle. Und am Donnerstag waren es auch noch 5741. Da hatte ich überhaupt keine LAN die Woche. Das war mit dazu. Da war irgendwie, ich weiß es nicht. Manchmal hat man das halt. Freitag hatten wir dann nur 3.363. Gut, da bin ich dann aber auch mit dem Auto gefahren. Da sind wir dann weggefahren, deswegen ging es alles nicht. Der Samstag waren 4.661. Auch da ging nicht viel, weil wir haben was aufgebaut. Deswegen ging das nicht. Da habe ich jemandem geholfen. Und auch am Sonntag, logischerweise, haben wir auch geholfen. Wie viel waren das jetzt? 4.489.
4489. Und da haben wir insgesamt gehabt in der Woche 46.077 Schritte. In der letzten Woche. Ne? Also ist nicht die Welt. Aber ja, wie gesagt, es waren 3 Tage dazwischen, wo wir was aufgebaut haben, wo ich jemandem geholfen habe. Und das ist halt manchmal so, wie es ist. Und davor die Tage hatte ich auch, wie gesagt, nicht den Elan. Man hat manchmal auch die Puste raus. Jetzt bin ich wieder gute Dinge, werde ich auch gleich sehen, dass es dann doch bergauf geht. Denn diesen Montag haben wir gehabt 6.731. War nicht die Welt. Ich mache mal hier jetzt direkt C. 6.731. War bis dahin noch nicht die Welt. Ihr seht es. 6.731. Am Dienstag haben wir gehabt 3.491. Auch da seht ihr es. 3.491. Noch nicht die Welt. Habe ich schon gedacht, meine Güte, geht das wieder los wie letzte Woche. Und am Mittwoch habe ich dann gedacht, langsam müssen wir mal Gas geben. Habe ich dann 10.700. War das jetzt 82 oder waren das jetzt 10.728 Schritte. Da ging es auch langsam in die richtige Richtung. Und am Donnerstag haben wir dann schon gehabt 21.354. Ihr merkt es, da war der Elan wieder da. 21.354. Und am Freitag haben wir dann 30.226. Da habe ich dann richtig Gas gegeben. Auch das erkläre ich gleich, warum das so gekommen ist. Bis heute, muss ich dazu sagen. Dann hatten wir am Samstag 12.223. Und am Sonntag 22.524. So, dass wir insgesamt 107.277 Schritte gemacht haben. Obwohl wir so einen schlechten Shot am Anfang hingelegt haben. Wir haben uns am Mittwoch losgelegt, das heißt, bin ich mega stolz. Wir haben mehr als im Schnitt mehr als 10.000 Schritte die Woche gemacht am Tag. Da kann man echt stolz sein. Das ist echt mega. Ich mache mich mal groß. Warum das Ganze so ist? Ja, ganz einfach. Auf der App Samsung Healed hat mich jemand eingeladen, mit der ich auch schon mal, also es waren mehrere Leute in der Gruppe, es sind ja mehrere Leute, wer die meisten Schritte macht und. Also solche, sowas Schönes, solche Wettbewerbe. Und da habe ich mir gedacht, nee, da mache ich jetzt mit und dann will ich auch Gas geben, habe ich auch gemacht, wie gesehen habe, die 30.000 Schritte sind zustande gekommen. Ich bin geschottet als letzter Platz mit 10.000 Schritten, wie ihr gerade gesehen habt, war nicht viel und wollte es aber wissen, habe dann noch den zweiten Platz erreicht, gerade so, aber alle haben 60.000, ich hätte auch vielleicht schon den ersten Platz erreicht, wenn ich die Schritte eher losgelaufen wäre. Da war ich mega stolz und wir haben jetzt jeden Tag à peu immer einen Wettbewerb am Starten, der 3 Tage läuft. Ja, und heute ist der nächste geschottet und heute läuft der eine wieder aus, das heißt, ja, da sieht es gut aus, deswegen mache ich zurzeit mehr Schritte, auch heute wieder. Habt ihr ja gesehen, am Anfang bin ich losgelaufen, wie viele Schritte es heute waren. Das werdet ihr nächste Woche Montag erfahren. Aber ich denke mal, es wird erstmal noch so weitergehen. Morgen habe ich auch Bock, wieder loszulaufen, denn das schwurmt mich an. Und ich möchte ja gerne und ich will auch gerne dann logischerweise den ersten Platz erreichen. Ich habe jetzt schon 2-mal den ersten Platz jetzt erreicht. Mal gucken, ob ich ihn heute auch schaffe, aber es sieht gut aus. Morgen der Wettbewerb, der dann mitläuft, dann mal schauen, wie es da ist, aber auch da bin ich heute mit dem Wettbewerb wieder gut gestartet und morgen oder übermorgen fängt wieder der nächste an. Also es läuft. Mal schauen, wann da. Bis jetzt sieht es gut aus. Vielleicht mache ich auch mal über 30.000 die Woche, muss ich gucken, wie ich es schaffe. 30.000 ist aber wirklich schon hardcore, muss ich ehrlich sagen. Also 20.000, da ist schon gut, aber 30.000 ist schon hardcore. Aber naja, mal gucken, wenn man Bock und Lust hat, wenn man es nicht merkt. Heute habe ich einen schönen Weg wieder entdeckt, einen schönen Wanderweg, habt ihr ja gesehen. Ja, ihr wisst Bescheid, so läuft das halt. Ja, und das war's dann auch erstmal. Ihr seht es gleich. Ich werde jetzt erstmal nochmal in den Wald zurückgehen und da werde ich mich verabschieden. Viel Spaß. So, meine Leute. Also, ich bin froh, dass ich den Weg genommen habe. Es ist wunderbar hier. Ich zeige es euch mal. Da kann man echt nicht meckern. Echt toll. Gut, hier ist jetzt nicht viel zu sehen, aber. Ja. Ja, warum mache ich das Ganze erstmal? War einfach wieder Schritte zu machen. Da war ja letzte Woche, wie ihr gesehen habt, nicht wirklich viel. Bis zu einem gewissen Grad. Also davor die Woche war noch weniger. Und weil ich herausgefordert worden bin in mehreren auf Samsung Hills auf mehreren Sachen. Und das ist heute auch wieder der Fall. Und
die Gegnerin ist sehr stark. Oder Gegner sind ja mehrere. Und eine besonders, die ist noch, hat guten Vorsprung, die mich heute auch wieder herausarbeiten. Mal schauen, was sie heute schafft. Sie hat auch gestern gut Schritte gemacht. Genau wie ich. Ja, aber aufgeben ist nicht mein Ziel. Das macht Spaß, sowas. Und deswegen mache ich das auch. Und bringt mir Erfolg, bringt ihr Erfolg. Und es macht Spaß, wie gesagt. Ja, das baut mich auf. Jetzt mal schauen, wer dann am Ende gewinnt. Das werden wir heute erfahren, denn heute ist der letzte Tag. Ja, mal schauen. Aber ich möchte mich jetzt von euch verabschieden, die Luna auch. Da ist sie, die kleine Gurke. Wie gesagt, auch auf Wiedersehen. Dann vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Wie immer gilt, Daumen spreizt sich mit Tagesgeizen, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und teilt es wieder mit euren Freunden. Ich laufe jetzt noch eine schöne Runde. Bis zum nächsten Mal. Hi, Tim. Bis dann, haltet die Ohren steif. Tschüssi.